So, starten wir gleich wieder los. Du bist schon gesperrt. Zum Teufel, ein Fixer? Ich hab zu viel Lärm gemacht. Der hat mich gefunden. Dann finde ich ihn besser auch. Was? Jordys Job wird warten müssen. Was? Du musst den Windner düppen. Ja, ja, klar. Hey, hey, passen Sie auf! Hey, hey! Der ist da eingedrungen einfach. Pass auf! So. Morgen! Ja, wir werden da gesperrt. So, jetzt holen wir uns den Fixer. Ein rivalisierender Fixer hat den Auftrag zu einem Online-Hacking akzeptiert und will Informationen von Ihnen stehlen. Finden Sie den Fixer, der Sie hackt, der könnte über Ihnen, unter Ihnen auf einem Dach, in einem Fahrzeug oder einer Menge untergetaucht sein. Legen Sie ein Profil von jedem an, der Ihnen verdächtig vorkommt, um ihn zu finden. Jeder, der mir verdächtig vorkommt. Was tust du da? Scheiße, er will sich reinhacken. Wenn ich sein Signal zurückverfolge, dann rein, vielleicht bevor er mich kriegt. Wieso? Du musst es ja finden in der Ach Zeit. Ach so. Der hackt mich, der Ah, Dorten. Alexander. Mhm. Da noch drin? Der da oben sei wo. Wahrscheinlich, gell? Was tust du? Rechts. Bist du aufgelaufen? Ja, da. Da gibt's einen Lift. 2x der Tap hackt sie. Der braucht aber viel länger zum Hacken als wir, was? Das Gebiet eingegrenzt. Komm schon, Eden. Finde ihn schnell. Na, links war es aufgegangen. Die Frage, ob der oben ist. Wahrscheinlich nicht, oder? Du kommst ja auch mit der Kamera. Da drüben ist er unten. Nein, glaube ich nicht. Mal schauen. Der bewegt sich. Bewegt mich da, bewegt mich da. Der da? Kann man nicht einkaufen. Er vielleicht, ha? Nicht der Hacker. Bleib mal stehen ein bisschen. Er muss sich irgendwie auffällig verhalten. Er muss irgendwie Handy in der Hand haben oder irgendwas in der Richtung. Schau, gell? Schau mal rechts. Das Rad von meinem Sohn ist wieder da. Und ich hab schon gedacht, wir sehen das. Jetzt knapp, Alex. Oh, bist du. Scheiße, ich muss ihn finden. Er ist fast drin. Wo ist der Typ? Ist er in einem Auto? Nein. Er verwickt ja, aber. Der Kreis geht immer weiter, nämlich der bewegt sich irgendwo in Richtung nach vorne, genau. Du warst ja irgendwo gelb aufgleich, da war doch irgendwo. Ja, dass du einfach hin musst, jetzt ist. Mei. Bin ich bescheuert? Schalt den Kopf ein, Aiden. Gut, das haben wir mal Fuck it. Geschmeidig verkackt. Wo hätte der noch sein können? Sonderaktion gegen andere Fixer bei anderen Aufträgen. Wie kann es gerne steigt? Erhalten Sie Zugang zu neuen Fähigkeiten. Alles klar, das heißt, das nächste Mal sollten wir vielleicht holen. Da interessiert sich jemand für mich. Fixer sind Söldner. Sie arbeiten nur für Geld. Also hat jemand ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Und das sind verdammt schlechte Neuigkeiten. Wenn ich mich nicht irre, kommunizieren die über das Raster. Achso, schaut.
Ja? Alle Einheiten aufgepasst. LS beginnt jetzt CDOS-Scan nach Flüchtigen. Sind wir schon weg. Wo warst du das hin? Ja, eigentlich will ich zu meinem Auftrag von Jordi. App Online-Aufträge. Ach, da kann man. Ach, den Hack bekannter jetzt gerade. Okay, alles klar. Na gut, aber eigentlich will ich zum. Verbindung zum Raster. Ich würde gerne einen von denen erledigen. Aber das muss warten. Das muss warten, richtig, weil jetzt wollen wir zum Jordi. Jordi. An alle Einheiten. Hat den Verdächtigen lokalisiert und markiert. Du bist stark. Vor. Verstanden. Ein Wagen ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Raus. Ja, will Gott. Den nehme ich auf die Hörner, pass auf! Scheiße, nicht mehr Leute! Hä? Ich bin gerade ausgeschaltet. Sorry, dann kommen wir schon. No stress. So, ich wollte einfach in die Richtung weiterfahren. Konnt. Ja, genau wieder. Die Polizei hier. Na. Leitstelle, wir brauchen vollen CDOS-Zugang. Kontrolliert die Tunnel. Ich glaube, du hättest vorher bei dem Hack mit Dings die Punkte da nicht so stressig rumlaufen dürfen. Möglich, gell? Einfach chillig mit der Kamera vor Kamera arbeiten und dann über die Kamera einfach schauen. Wäre aber das Beste gewesen, bevor du da rumlaufst. Stimmt, ja. Okay, jetzt kann so, Skillpunkte sparen wir uns ein bisschen auf, haben wir gesagt. Ja. Damit wir dann immer am Ende einer Folge vielleicht einmal ein bisschen skillen können. Aber bestimmt kein typischer Taxiservice. Der Trick bei diesen Jobs ist, den Cops auszuweichen. Oh, das kennen wir ja super, ne? Ob da weglaufen? Ich kann ihm nicht zuschauen. Schön. Ich kann ihm nicht zuschauen. Was sagt er da? Schlechter? Empfang? Beifahrer? Sag ich ja. So, das machen wir jetzt. Und zwar mit reinstem Gewissen. Ja. Wo verdammt warst du denn? Es ist alles im Arsch. Scheiße, Mann, es ist alles im Arsch. Bin unterwegs. Tempo, Mann, die finden mich satt. Tempo! Dann mach mal Tempo. Boah. Und da dreht's noch ein bisschen. So, jetzt hat's mir wieder ein bisschen leiten, gell? Ein zweiter ist auf der Flucht. Ja, dann können wir gerade ausfahren. Mach halt in die. Du magst halt zumindest ein bisschen Kamera. Also. Kamera, wir haben grünes Licht für den CDOS-Scan. Was? Jetzt nach okay. Scan, weichen Sie in gelben Zito-Scan-Bereichen aus. Verlassen Sie. Das haben wir ja gerade erfolgreich unter Beweis gestellt, dass wir das gut können. Aber du wirst so Spaß auf den Scan. Unbemerkt erreichen. Jetzt, na, muss da. Muss ich da rein? Da rum, da rum. Na, vor der rum. Vor links jetzt da rum. Genau. Ah, da vorne ist ja das Wichtige. Vor dem nächsten Gruppen ist drüber. Weiter nur drauf. Unglaublich, ohne Scheiß. So. Jetzt links. Was? Links. Ja, die haben gerade fahren können. Okay. An alle Einheiten, die US-Scan initiiert. Nee, schon, ja. Da rein, ha? Ja. Ist also da hinten drin? Wahrscheinlich. Morgen! Hacken. Ich hoffe, du hast eine Einladung, sonst bist du tot. Ich bin der Fahrer.
Scheiße, Mann, was hat so lange gedauert? Hast du ein Auto? Das Ding ist völlig platt. Nein. Meine Regeln, dein Auto. Das ist der Job. Also gut, Mann, komm, wir müssen. Wie Sie suchende Gegner entkommen, verlassen Sie das Suchgebiet unbemerkt. Sie können sich auch mit B in Ihrem parkenden Fahrzeug verstecken. Achtung! Auf kurze Distanz können Gegner Sie und Ihr Auto trotzdem erkennen. Treten Sie aufs Gaspedal RT, um Ihr Fahrzeug wieder zu starten. Punkt. Okay. Parkendes Auto verstecken. Es ist alles schiefgelaufen. Eddie ist tot. Ich hab ihn da liegen lassen. Oh Mann, die Bullen kamen aus dem Nichts. So eine Scheiße. Folg einfach der Strecke und halt die Augen offen. Die Bullen suchen uns. Deine Strecke ist Selbstmord. Sitz still und halt den Mund. Bleib mal im Fuchtbau. Halt dich an den Plan. Da findest du uns nicht. Und deswegen ist dein Kumpel jetzt tot. Ich würde sagen, halt raus und rechts. Ja. Bleib stelle, wir kümmern uns um die Gassen und versuchen ihn rauszutreiben. Verstanden. Alle Brücken der Umgebung sind oben, außer Wells. Aber unbemerkt. Da kommt Verstärkung rein. Rechts. Oh, also, probieren wir mal kurz einmal. Du musst dich beruhigen. Die ganze Insel ist dicht. Was wir bleiben in den Seitengassen. Motor ausschalten. Immer außer Sicht. Sobald ich den Motor und die Lichter abstelle, verhältst du dich. Der Polizei blickt jetzt sich hier rechts ab. Dann sind wir nur ein geparktes. Genau, jetzt vorher links und nachher. Wenn ich die Lichter abstelle, wie stelle ich die Lichter ab? Mit B. Scheiße, meine Hände hören nicht auf zu zittern. Im Wagen verstecken mit B. Hast du schon mal einen mit Bauchschuss gesehen? So viele. Trotzdem musst du da weg. Rechts. Ist da eine Markierung oder so, ne? Vielleicht lebt Eddie noch, hä? Vor links. Er wurde im Bauch getroffen. Voraus. Hab mal gehört, das sei nicht so schlimm. Schauen wir mal. Eine Markierung, wo es hin muss. Entschuldige, Chef. Ja. So, wir müssen da raus. Sitzt einfach da zum Grünen, die Markierungen. Ja, genau. Grün. Passt. Das war? So, es kann in beide Richtungen gehen. Wenn die Kugel nicht durchgeht. Das sind wir vorne, oder? Ja. Ah, warte, da kommt ein Polizeiauto. Versteckt im Auto. Hör mal, die Kopf werden antworten wollen. Also wird dein Freund sicher ins Krankenhaus eskortiert. Du hast doch schon viele Bauchschüsse gesehen, hä? Wie viele davon haben überlebt? Wahnsinn, gell? Konzentrieren wir uns darauf, dich hier rauszubringen, okay? Gut. Schauen wir mal, was wir bis aufgeben. Jetzt. So, in der Seitenstraße fahren vielleicht, ne? Ich hab Eddie getötet, ich weiß es. Ich habe sie reden gehört und einfach reagiert. Ich dachte, ein Verletzter hält sie vielleicht auf. Rechts. Ich habe auf den Arm gezielt, Mann. Ich schwöre bei Gott, einer von uns musste es schaffen. Jetzt rechts, oder? In die Mitte rein da. Diese Leute. Du kannst ja schon. Diese Leute akzeptieren kein Versagen. Die Polizei sucht jetzt nach einem Schützen. Verstecken, weil wir uns gesehen jetzt. Das ist irgendwie so ein. Du musst mich rausbringen, Mann. Sonst bin ich und dann rechts in die Mitte rein da. Du hast Glück, dann passt du durch links. Und jetzt sollten wir es genau da. Geht's auch nicht durch? Sicher jetzt durch. Ja, das ist ein Polder. Na, geht's durch? Ich kann nicht drüber fahren, glaube ich. Das ist ein Polder. Fahr mal, das kannst du ja kurz Zeit haben, glaube ich. Oh, schau her. Sehr unauffällig, da. Genau, dann fährst du von links. Fahr weiter. Jetzt links. Polizei, gell? Langsamer, gell? Da parken. Jetzt park, park. Na, passt schon, du bist in den Aussichtsbereich. Schau, fahr weiter. Okay, jetzt musst du drüben stecken. Fuck. Im Meer versteckt. Ja, ich glaube trotzdem, glaube ich, darfst du direkt beim Ding sein. Direkt neben dem Polizisten? Mhm. Mhm, alles klar. Das machen wir jetzt nochmal. Oder? Na, lass mal's. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Es ist alles schiefgelaufen. Eddie ist tot. Ich hab ihn da liegen lassen. Oh Mann, die Bullen kamen aus dem Nichts. So eine Scheiße. Folg einfach der Strecke und halt die Augen offen. Die Bullen suchen uns. Deine Strecke ist Selbstmord. Sitz still und halt den Mund. Halt dich an den Plan. Ich weiß, was ich tue. Ja, ja. Und der Kroll aus durchfahren. Ja. Halt den Kopf unten. Fahr.
Leitstelle, wir kümmern uns um die Gassen und versuchen, ihn rauszutreiben. Verstanden. Alle Brücken der Umgebung sind oben, außer Wells. Aber da kommt gleich Verstärkung rein. Jetzt links. Jetzt warten. Stopp. Ruhe bewahren und Kopf und. Komm, Stefan. Geradeaus drüber, oder? Also, wie lautet der Plan? Sprich mit mir. Rechts und links fahren. Jetzt fahr geradeaus. Die ganze Insel ist dicht. Da kannst du mitten wir durchfahren. Wir bleiben in den Seitengassen. Parkhäuser. Immer außer Sicht. Sobald ich den Motor fahr nicht fahr weiter. Und dann fahrst du da gerade durch. Dann sind da wir ein geparktes Auto. Verstanden? Ja, ja. Okay. Für unauffällig eigentlich gerne in einer Fußgängerpassage. Voll auf wurscht. Hast du schon mal einen Bauchschuss gesehen? So viele. Ja, an der Straße will ich jetzt bleiben. Du musst aber fast auf jeden Fall. Warte, du wirst mit dem Polizeiweg ist recht, das ist gut. Na komm, Mann, sprich mit mir. Ja, ich bin gleich aus. Vielleicht lebt Eddie noch, hä? Er wurde im Bauch getroffen. Oh, der fährt rechts. Fahr. Ist das wahr? Sowas kann in beide Richtungen. Links. Ja. Wenn die Kugel nicht durchgeht, wird das zu bösen Kollateralschäden. Aber in die denn nicht fahren. Hör mal, die Cops werden antworten wollen. Also wird dein Freund sicher ins Krankenhaus eskortiert. Du hast doch schon viele Bauchschüsse gesehen, hä? Wie viele davon haben überlebt? Überlebt. Kommt in die Garage rein. Konzentrieren wir uns darauf, dich hier rauszubringen. Weiter Info. Du sägst am Boden von dem Hubschrauber so einen Suchscheinwerfer. Ja. Vorne nach rechts. Mein Gott. Ich hab Eddie getötet, ich weiß es. Ich habe Sirenen gehört und einfach reagiert. Ich dachte einfach, jetzt lege ich sie vielleicht auf. Ich hab auf Gas geben. Ich schwöre bei Gott, einer von uns musste es schaffen, oder? Diese Leute. Diese Leute akzeptieren kein Versagen. Die Polizei sucht jetzt nach einem Schutz. Einbrecher. Links. Das macht es nicht leichter für uns. Du musst mich rausbringen, Mann. Sonst bin ich am Arsch. Du hast Glück, dass du... Oh, fuck, Mann. Die sagten ja, du wärst gut. Mann. Geschafft. Mit durch. Rechts. Ja. Stark, Trottel. So, du passt schon vor, Alter. Auf der Tür. Das taugt ihm, gell? Ein Bulli. Komm immer zusammen vor, Alter. Der Hund immer zusammen vor. Das tut jetzt ein Ortwiebel. Okay, ja, das war das mein Gelenk. Wir treffen ein paar Leute. Ja, ja. Stopp, ja, schon. Ja. Jetzt nicht. Ja, schön. Verdammt nochmal. Das ist Lucky Quinn. Der Boss vom Club, was will der? Er trifft sich nicht mit uns, sondern mit dir. Jemand wusste was. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Das sollte gar keiner sein. Ich meine, das ist eine Computerfabrik, oder? Ich drehe mich um und der Alarm geht los. Die Bullen waren so schnell da. Ich habe nicht... Ruhig jetzt. Es ist vorbei, Sohn. Wenigstens habe ich's, stimmt's? Darum geht's doch. Genau darum geht es tatsächlich. So funktioniert die Welt. Nicht viel Raum für Fehler. Oh, das verstehe ich, Mr. Quinn. Es war aber nicht mein Fehler. Wirklich nicht. Beruhige dich. Es ist gut. Beruhigt. Hast du deine Mama angerufen? Deine Freunde? Dein Mädchen? Nein, Sir. Ich war in Eile. Das ist gut. Sehr gut. Sag deinem Arbeitgeber, ich rufe wieder an. Wenn ich noch eine Lieferung brauche.
Lucky Scheiß Quinn. Er führt den Chicago South Club. Diese Arschlöcher beuteten Chicago aus, als ich noch gar nicht lebte. Ich hätte der Stadt einen Gefallen getan, wenn ich ihn erledigt hätte. Aber genau das will ich ja nicht mehr machen. Es kommt immer alles zurück. Das darf nicht wieder passieren. Ja, krasse Kacke. Lucky fucking Quinn. Hey, wie war's? Hast du den Job erledigt? Hast du etwa gedacht, ich arbeite gerne für den Scheißclub? Ein Barscheck ist ein Barscheck. Trenn endlich mal die Moral von der Kohle. Entspann dich. Hör mal, ich kann dir einen Kontakt verschaffen. Er besorgt dir bessere Voraufträge, wenn du willst. Ja, sicher. Weiß nicht, ob ich annehme. Gib ihm meinen Namen. Wer sagt schon Nein zu mehr Kohle? Oh, und weil du fragst, Maurice geht es in seinem neuen Zuhause echt gut. Hat er ein neues Zuhause, der scheiß Maurice, oder was? Fortschrittsrat. Aktivitäten, freischaltbare Belohnungen. Wenden Sie erforderlichen Aktivitäten, um die jeweils nächste Belohnung freizuschalten. Alles klar. Das Aktivitätenrad. Mhm. Und zwar beim Fortschritt sehen wir das. 3.5% Fähigkeiten. Machen wir vielleicht mal Fähigkeiten. Verfügbare Skillpunkte. Mhm. Geht gleich watschen da. Zetos-Kontrolle. Und sie erscheinen seltener in Nachrichtensendungen. Ach, deswegen ist es auch gut. Nicht schlecht. Yes. Ungenutzte gehackte Bankkonten steht auch da, geplünderte Waren. Alles klar, Fortschritt. Dann machen wir vielleicht mal einen Fortschritt. Gut. Schauen wir nur kurz. 500. Wie viel haben wir? Anti-Fahrzeug-Munition. Null haben wir. Erhöht den Schaden an Fahrzeugen. Ach, das werden wahrscheinlich diese Dingfähigkeiten sein. Naja, mit dem werden wir uns das nächste Mal beschäftigen, wenn es wieder heißt, wir spielen Watch Dogs. Flotte Dreierwoche, 3 Folgen pro Tag von Watch Dogs. Wir sind Outside Gaming hier auf YouTube und sagen vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Adios, ciao, ciao und Servus. Bitte.